Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Faith. Und auch Marley ist hier. Und wir haben heute sehr spannende Dinge vor, denn wir haben uns ja dazu entschieden, ein Wissenschaftsbaby zu bekommen, da Faith nicht mehr schwanger sein kann. Aber ich habe auch noch andere Dinge vor. Und dafür begeben wir uns erstmal woanders hin. Ja, wir haben uns mal eben nach Brindleton Bay begeben. Denn ich würde gerne mit den beiden hier oben hingehen. Ich glaube, ihr wisst schon, worauf es hinauslaufen wird. Aber erstmal sagen wir ihr, dass wir sie ganz toll finden. Ja, noch weiter auseinander hättet ihr auch nicht gehen können, ne? Dann könnt ihr nochmal Händchen halten, ihr Süßen, und euch knutschen. Und dann möchte ich natürlich einen Heiratsantrag machen und... Ja, halt mich fest. Perfekter Moment auf jeden Fall. Also wir machen natürlich jetzt einen Heiratsantrag. Ich hoffe natürlich, dass sie annehmen wird. Oh mein Gott. Oh, ihr süßen Mäuse. Oh, ich brauche ein Foto. Süß seid ihr. Oh, warum bewegt man sich hier so schnell? Hilfe. Ach, ihr seid so süß. Ah, ich freue mich sehr. Die beiden sind jetzt verlobt. Und zur Feier des Tages könnt ihr ja nochmal ein Techtelmechtel haben. Wenn ihr schon hier seid. Warum ist hier noch jemand? Warum ist hier ein Kind? SOS. Dieses Kind sollte lieber gehen. Ahem. So, dann gönnt euch jetzt mal eure Zeit. Also, ich habe ihn weggeschickt. Das geht ja nicht. Hier kann kein Kind sein. Nebenbei. Ach so, hier gibt es sogar extra einen Liebeseingang. Ist doch klar. Ich habe so lange hier kein Techtelmechtel mehr gehabt, ne? Aber es ist so lustig. Nee, ich möchte jetzt... Nee. Ihr süßen Mäuse. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass wir ein blaues Schäfchen haben. Wir haben generell einfach wirklich 1000 Tiere. Also es ist einfach wild. Es ist mir auch ein bisschen fertig. Ew. Ja, wisst ihr was? Achso, wir haben schon zwei Klos. Hm. Na gut. Wie wäre es, wenn du danach den Klospeicher leerst? Ew. Und das reparierst und säuberst. Ich würde sagen, dass wir das morgen machen mit dem Baby. Na, wie geht's dir, Pebbles? Alles tutti? Bubba ist eingeschlafen anscheinend. Ja. Bro, du... Also, du hättest auch einfach woanders schlafen können. Naja, okay. Tinkerbell ist chillen und Cosmo auch. Und wir möchten keine Hilfe haben. Lass mich in Ruhe. Wir können das schon. So, sie braucht auch noch Forschen und Debattierenfähigkeit. Vielleicht übt sie das jetzt einfach mal ein bisschen. Weil wir wissen genau, dass wenn das Baby da ist, dass wir da noch weniger Zeit dafür haben werden. Wir haben zu viele Tiere, wirklich. Es macht mich sehr fertig. Na komm, das Level schaffst du jetzt heute noch. Sehr gut. So, dann kannst du nämlich auch schlafen gehen. Könnt ihr mich bitte nicht immer aufwecken? Warum sind alle unsere Tiere immer dabei und denken sich so, ach nee, kein Bock. Guten Morgen. Das ist ein früher Morgen, aber das ist okay. Was machen wir denn heute? Ja, wir machen die 141. Platziere ein neues Grundstück in der Welt und besuche es direkt. Das heißt, wir machen anscheinend erstmal nochmal einen Ausflug, bevor wir dann das Kind machen. Das klingt irgendwie auch ein bisschen wild. Ich gucke erstmal bei unserem Hashtag vorbei. Aber das sind alles, ja, Häuser, ne? Also nichts, was man jetzt so besuchen könnte. Das ist ein bisschen schade. Also, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, irgendwas zu bauen, könnt ihr das gerne, auch wenn das jetzt nicht speziell irgendwie für mich ist, ladet das gerne unter dem Hashtag hoch. Ich werde es sehr gerne platzieren. Gerade eben Gemeinschaftsgrundstücke geht immer. Vielleicht wollen wir uns vorher noch mal ein bisschen auspowern. Gym and Spa, das passt doch voll gut, weil sie mag doch auch Yoga. Ich guck mal ganz fix, wie es aussieht. Wow. Schon cool. Oh, das finde ich richtig geil. Aber, achso, ich dachte, das wäre nur eine Matte, aber hier sind auch noch mehr. Okay, cool. I like it. Da können wir gerne hin. Aber erst wird gefrühstückt. Oh, heute ist sogar Silvester. Wild. Okay, ihr Vorsatz ist, eine Fähigkeit verbessern. Fördert werden ist vielleicht ein bisschen besser. Also es wäre cool, wenn Vorsatz wäre halt, dass man ein Kind kriegt oder so. Also es wäre richtig süß eigentlich. Aber es wäre halt auch instant abgeschlossen, also deswegen, ne. Ja, bei ihm können wir eigentlich auch machen, dass er befördert wird. Ich komme wirklich nicht drauf klar, dass hier überall Tiere sind. So, räumen noch schnell auf. Vielleicht wäre es auch mal sinnvoll, wenn wir uns irgendwie ein Thermostat zulegen, weil denen ist immer kalt. Okay, wir gehen jetzt erstmal ins Fitnessstudio. Guten Tag. Es wäre cool, wenn wir hier bei so einem Kurs mitmachen könnten. Wir zwingen ihn einfach. Weil sie mag ja Yoga und er hat, glaube ich, noch nie Yoga gemacht. Aber ist egal. Wir zwingen ihn. Für seine Verlobte würde er bestimmt alles machen. Aber der Kurs muss halt erst offiziell anfangen. Geil, hier ist sogar ein Aquarium. Hallo, geht bitte nochmal hier hin. Die fängt bestimmt gleich an. Yay, it works. Guck mal, wer kommt da denn? Destiny so, hallo, ich bin auch dabei. Einfach Family-Kurs hier.
Finde ich ein bisschen schön auch. Ich habe gehört, dass du dich verlobt hast. Ja. Ich weiß aber immer noch nicht, wer Valentina ist. Warum ruft sie uns immer an? Destiny fängt schon richtig an zu stinken. Schön. Spaß für alle. Toll. So, wir gehen jetzt erstmal nochmal nach Hause. Machen uns fresh. Und dann gibt's ein Baby. Hi. Sie ist uns einfach gefolgt. Vielleicht hat sie ja von den Plänen mitbekommen. Und denkt sich so, da muss ich dabei sein. Bitten, ein Wissenschaftsbaby zu bekommen. Na dann mal, auf geht's, ab geht's, hm? Ich freue mich so. Es ist auch ein bisschen wild, dass es so casual einfach gefragt wird. Sie ist okay, ich bin gleich wieder da. Du kannst ja das Klo nebenbei lernen. Mit Marley ein mit Hilfe der Wissenschaft gezeugtes Baby bekommen. Faith unternimmt einen kurzen Ausflug zum Krankenhaus, um mit ihrem genetischen Material und dem von Marley Trimble ein mit Hilfe der Wissenschaft gezeugtes Baby zu bekommen. Bist du bereit, ein Neugeborenes zu deinem Haushalt hinzuzufügen? Natürlich. Und wir wollen natürlich ein Instant-Baby haben, weil sie ist unfruchtbar. Wie soll eine Pregnancy funktionieren so? Sie kann jetzt in Elternzeit gehen. Ja, ergibt Sinn, ne? Es ist ein Junge! Wow, wir haben den Fluch mal beiseite gelegt. Ich habe mir ehrlich gesagt keinen Namen überlegt. Ich habe irgendwie nicht so richtig daran gedacht. Raphael habe ich eben gerandomized. Das fand ich irgendwie schön. Nehmen wir doch. Oh, schön. Hallo, Raphael. Du Süßmaus. Oh mein Gott, wir haben ein Baby. Weltraumhoppler. Das ist eine gute Wahl. Der wird wahrscheinlich auch heute wieder Geburtstag haben direkt, ne? Ja. Oh mein Gott, hallo. Oh mein Gott, bist du süß. Ah, wie toll. Das ist dann einfach Generation 5. Oh mein Gott. Ich meine, wir wollen ja wahrscheinlich noch ein Baby haben. Aber trotzdem ist das toll. Also wenn du pullern musst, dann geh doch pullern. Was ist denn mit dir? Muss ich hier nicht rumquälen? Sie redet natürlich hier direkt mit ihrer Schwester. Und ich würde sie gern bitten, auf der Hochzeit Trauzeugen-Sim zu sein. Weil ich finde das sehr, sehr schön und passend auch. Ich werde aber mit der Hochzeit noch ein bisschen warten, damit die Kinder dann auch vernünftig dabei sein können. Und das ist so süß. Sie freut sich voll. Oh, ist das schön. Oh, süß, süß. Oh, ich freue mich so. Also das ist auch mal wieder hier ein Family-Auflauf, ne? Also ich weiß doch auch nicht. Baby hat ein Problem. Wie auch immer wir stillen können, aber wir machen's. Oh. Ah nee, er geht schon hoch. Ich dachte gerade schon, das funktioniert nicht. Weil eigentlich müsste ja hier wohl genug Platz sein. Oh, ich bin gerade einfach glücklich. So, hast du vielleicht mal Lust, nochmal hier so ein paar Sachen zu authentifizieren? Because you really likes this. Destiny muss jetzt eh los. Ach, süß einfach. Ich freue mich so. Oh, er ist ein bisschen überfordert damit anscheinend. Aber das ist okay. Okay, er muss auf jeden Fall noch Logikfähigkeit lernen. Der Geburtstag von Faith naht. Nein! Wieso ist die Qualität immer schlecht? Herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Oh. Wir können ja morgen auch gerne eine Babyparty schmeißen. Weil wir haben noch keine gemacht. Und das fände ich sehr süß. Süß! Oh mein Gott, wie süß ist dieses Bild. Oh mein Gott, er wurde gerade von dem Schaf gebissen. Naja. Immer Qualität schlecht. Warum? Guck mal, sie lernt dadurch auch Logikfähigkeit. Slay. Ihre Arbeit ist einfach wie für sie gemacht. Weil wie wir herausgefunden haben, liegt die Logikfähigkeit, also hat das da damit zu tun, wie leicht man die Rätsel lösen kann. Schaut mal, wer hier schon wieder ist. Ey, was ist auch so süß, so viele Katzen hier rumlaufen zu haben, ne? Also ich bin selber fordert mit dem Ganzen. Sollte offensichtlich sein. Aber ich finde es trotzdem schön auch. Ich finde es auch irgendwie passend. Destiny hat erstmal über ihre Tochter abgelästert. Man kennt es. Wieso ist das kaputt? Was ist hier passiert? Du bist so ein guter Daddy. I love it. Und Opa passt auf Raphael auf. Ich heul. Es wäre nett, wenn die Tiere mich nicht permanent wecken würden. Ich warte übrigens darauf, dass er von selbst altert. Good morning in the morning. Was machen wir denn heute? Die zwei. Gib einem Sim ein Makeover. Das ist ja easy peasy heute. Es ist Frühling. Wie schaust du denn aus? Also ich sag, wie es ist, vielleicht wäre es mal sinnvoll, wenn wir irgendwie eine Haushaltshilfe engagieren. Es ist immer alles dreckig. Wir haben einfach zu viel zu tun. Er mag Geschicklichkeit, gerne. Level 5 für Archäologiefähigkeit. Sehr, sehr gut. Ich hasse Kochen. Oh, das habe ich vergessen. Naja, du wirst ja wohl einmal was zu essen machen können. Hey, diesmal ist die Qualität ausgezeichnet. Sehr gut. Oh, ich habe die Babyparty schon wieder vergessen. Dann kann sie ja nochmal einen Obstsalat machen dafür. Der Schnee schmilzt, ja. Auf geht's, ab geht's. Wo sind meine Gäste? Die kommen. Guckt euch Marlin an. Wie süß ist sie denn? Oh mein Gott, ich habe erstklassige Leistungen an den Tag gelegt, als ich sie umgestylt habe. Wow. Oh, Elia ist schwanger. Slay. Von neuem Babyschwärmen. Süß.
Ein Babypartygeschenk wurde in deinem Inventar platziert. Quietschi quietsch. Süß. Marlin. Sie darf den Ring tragen oder sie darf Hochzeitsblümchen streuen. Wir können sie ja bitten, wenn sie jetzt eh schon hier ist. Oh, sie freut sich auch voll darüber. Süß. Wow, wir haben schon Gold. Süß, ich freue mich so. Wir haben hier eine gute Zeit. Und Aloysia kann ja hier Offiziantin sein. Oh, das wäre auch richtig süß. Wir machen heute eine, also nicht heute, aber wir machen generell eine All-In-Hochzeit. Mit allem. Ja, ups. Steht mitten auf dem Weg. Ich habe voll vergessen, dass der existiert. Also ich finde es gerade sehr, sehr schön hier. Aber du kleiner Engel müsstest jetzt auch mal bald mal Geburtstag haben, ja. Achso, er denkt sich so, ich mache jetzt erstmal Yoga. Okay, kein Problem. Warum streiten die sich jetzt hier? Hallo, erstmal. Das ist nicht in Ordnung. Sie hat auch erstmal genug davon. Zu viel soziale Interaktion, I guess. Dann lassen wir ihn jetzt altern. Ich habe eigentlich gesagt, wir machen das dann ohne, aber es reicht. Oh, sie ist so eine süße Mutine. I love it. Okay, Raphael. Ich bin so gespannt auf dich. Wow. Wieso ist der gefühlsstark? Warum? Hallo, Raphael. Oh, bist du süß. Vor allem, ich finde halt cool, dass er auch so Afro-textured Hair hat. Weil das gibt natürlich immer noch mal mehr Möglichkeiten, was man halt so mit den Haaren und so anstellen kann. Oh mein Gott, bist du süß. Keine mehr. Wie wäre es, wenn er so einen coolen Anzug hätte? I love it. Einfach das coolste Kind von allen. Wir werden das nie sehen, aber ich ziehe das trotzdem immer alles hübsch an, ne? Gehört für mich einfach dazu. Na, bist du ein Stinktier? Spaß. Guck mal, das könnte Pebbles sein, oder? Süß. Hä, das ist voll das coole Party-Outfit. Das ist so generiert. Hä? Wie cool bist du, Kind? Süß. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. So ein süßer Junge. Oh, ich freue mich. Ich scheine in einem unendlichen Ladevorgang festzustecken. Deswegen beende ich jetzt einfach mal hier die Folge. Ich werde das nachholen, was jetzt hier passiert ist. Was ist das für ein Scheiß schon wieder? Naja, ich hoffe, dass euch die Folge trotzdem gefallen hat. Wenn ihr noch Ideen habt, wie man ein zweites Kind nennen kann, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Generell bei Story-Vorschlägen und allem weiteren. Immer her damit. Und wir sehen uns dann bestimmt am nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!